Selbstfahrer. Transportwunder auf Rädern. Sie sind Geländeprofis, ob schwieriger Untergrund oder starke Steigungen und Gefälle. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo andere Transportsysteme versagen. Selbstfahrer transportieren Lasten bis zum Siebenfachen ihres Eigengewichts. Für viele Fahrwerke zusammen sind auch wahre Giganten kein Problem. Die Transporter haben gewaltige Motoren mit mehr als 500 PS. Und ein außergewöhnliches Fahrwerk mit 8 Rädern pro Achslinie. Ihr großes Plus? Die Wendigkeit. Sie fahren auf seitwärts, diagonal oder sie wenden auf der Stelle. Der Hauptsitz der Firma Goldhofer AG im bayerischen Memmingen. Auf einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern fertigt der Spezialfahrzeugexperte mit rund 800 Mitarbeitern Transportsysteme unterschiedlichster Art. Lkw-Auflieger, Anhänger, Tieflader, Flugzeugschlepper sowie Transportmodule ohne und mit eigenem Antrieb. Die sogenannten Self-Propelled Transporter, also Selbstfahrer. Diese bestehen aus zwei großen Komponenten, dem Antriebsmodul, auch Powerpack genannt, und dem Fahrwerk. Das Sechsachsfahrwerk des Selbstfahrers hat 48 Räder und kann gewaltige Lasten mit bis zu 235 Tonnen Gewicht transportieren, obwohl es selbst nur 26 Tonnen wiegt. Weitere 8,6 Tonnen wiegt das angekoppelte Powerpack. In dem ist ein gigantischer V6-Zylinder-Turbodiesel verbaut. Er holt aus 12 Litern Hubraum rund 530 PS und entwickelt dabei ein Drehmoment von rund 2100 Newtonmetern. Der Rahmen für ein Antriebsmodul, 5 Meter lang, 3 Meter breit und 86 cm hoch. Er kommt in Transportlager an, also auf dem Kopf. Die Monteure müssen den 2,6 Tonnen Koloss aus pulverbeschichteten Spezialstahl drehen. Erst dann können sie die einzelnen Teile für den Antrieb einbauen. Kernstück des Powerpacks ist der Motor. Der 6-Zylinder-Diesel von Deutz wiegt knapp eine Tonne. Bevor er ins Powerpack eingebaut werden kann, sind noch einige Arbeiten notwendig. Die Monteure setzen den Motor deswegen auf einen Montagebock. Unter anderem ist von Deutz ein Konsolierungsschutz drauf, dass er nicht rostet. Den müssen wir als erstes entfernen. Und dann bauen wir nach und nach unsere Komponenten auf. Getriebe, Pumpen und so weiter. Mechaniker Stefan Kolmus rückt der Konservierung an den Anbaustellen mit Bremsenreiniger auf die Pelle. Wichtig, auch die Gewinde müssen absolut frei von Fett, Öl und Schmutz sein. Denn wegen der immensen Vibrationen des Motors werden die Befestigungsschrauben zusätzlich eingeklebt. Erstes Anbauteil ist die Kupplung, genauer gesagt der Mitnehmer der Kupplung. Auf die Befestigungsschrauben wird ein Spezialkleber aufgetragen. Die Schrauben zieht Stefan Kolmus erst mit dem Schlagschrauber fest und anschließend noch mit einem Drehmomentschlüssel. Am Rahmen des Powerpacks beginnen die Monteure zwischenzeitlich mit der Verrohrung für die Hydraulik. Denn der Selbstfahrer wird nicht mechanisch über eine Kardanwelle angetrieben, sondern hydraulisch, also mit Öldruck. Deshalb heißen die Selbstfahrer hier auch Powered Hydrostatic Driven Tractor Module. Der Hydraulikantrieb ermöglicht ein stufenloses und ruckfreies Fahren, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Bis zu 420 Bar Druck kommen auf die Hydraulikrohre des Powerpacks. Sie haben einen Durchmesser von 8 bis 42 mm und eine Wandstärke von 1,5 bis 3 mm. Die Hydraulikbedienung ist schon vormontiert. Steuern lässt sie sich manuell oder über eine Fernsteuerung.
Die Bedieneinheit muss exakt an der richtigen Stelle sitzen, damit die nächsten Anbauteile daneben passen. Die Mechaniker montieren jetzt die Hydraulikrohre an die Ventile und Druckanschlüsse. Der Strich mit dem Marker bedeutet festgezogen. Zurück beim Motor. Wegen des hydraulischen Antriebs wird hier kein normales Getriebe angebaut, sondern ein Pumpenverteilergetriebe. Mechaniker Stefan Kolmus besprüht die Verschraubungen mit Metallschutz. Danach schmiert er die Antriebswelle und steckt den Kupplungsdämpfer auf das Verteilergetriebe. Er schraubt den Kupplungsdämpfer fest und überprüft dann alles auf Leichtgängigkeit. Jetzt kann er das Verteilergetriebe an den Motor anbauen. Der Motor erzeugt Drehung und die Drehung wird über Pumpenverteilergetriebe umgeleitet in drei Abgänge. Bei den drei Abgängen wird die Pumpe angeflanscht, unten kommt zweimal Fahrantriebspumpe ran, oben eine Arbeitspumpe. Und durch die Drehung wird dann der Druck erzeugt, unten der Fahrantriebsdruck und oben der Arbeitsdruck. Die Fahrantriebspumpen sind allein für den Antrieb der Achsen zuständig. Die Arbeitspumpe erzeugt den Druck für das Heben und Senken des Fahrwerks sowie für die Lenkung in die verschiedensten Richtungen. Bedient wird der Selbstfahrer im Praxisbetrieb mittels einer Funkfernbedienung. Damit kann der Fahrer Gas geben, bremsen, lenken sowie das Fahrwerk heben und senken. Mit der Funkfernbedienung lassen sich auch mehrere Selbstfahrer gleichzeitig synchron steuern. So wie hier in einem sächsischen Tagebaugebiet. Hier muss eine Antriebsstation für eine Förderbandanlage umgesetzt werden. Weil das Stahlmonster knapp 50 Meter lang ist, müssen die Schwerlastexperten es mit zwei Selbstfahrern transportieren, die über Funk miteinander synchronisiert sind. Einmal 4 und einmal 8 Achslinien sind nötig für die insgesamt 130 Tonnen Transportgewicht, weil die Achslast auf öffentlichen Straßen maximal 12 Tonnen betragen darf. Die Fahrwerke der Selbstfahrer haben 4 oder 6 Achslinien. Der Aufbau ist vom Prinzip her gleich. Eine Kastenprofilbauweise mit integrierten Luft- und Hydrauliköltanks. Das macht das Fahrwerk verwindungssteif. Hohe Lasten sind möglich durch stabile Querträger und verstärkte Außenfelder. Das Motto: möglichst wenig Eigengewicht und möglichst hohe Traglast. Die Rahmen für die 6-Achse wiegen nackt dennoch stolze 11 Tonnen. Die Hydraulik in den 9 Meter langen und 3 Meter breiten Stahlkolossen zu verlegen, ist extrem aufwendig. Mehrere Komponenten müssen mit unterschiedlichen Leitungen verbunden werden. Wir kommen jetzt zur Hydraulikverrohrung für Niveau, Lenkung und Fahrantrieb. Die Niveauleitungen sind fürs Heben und Senken. Dann haben wir die Lenkung. Das ist der Lenkungsblock. Hier wird die Lenkung angesteuert. Und der Fahrantrieb. Das sind die großen Leitungen, das sind für den hydrostatischen Antrieb. Hier ist ein Stickstoffspeicher, um die Druckspitzen im Fahrantrieb und in der Lenkung abzufangen. Hier haben wir noch die Rohrbruchsicherung. Die wird benötigt, dass bei einem Schlauchbruch sich das Fahrzeug nicht selbstständig absenken kann. Alle Rohre wurden vorher genau nach Plan gebogen. Jetzt müssen die Monteure sie noch exakt auf Länge schneiden. Die Hydraulikrohre für den Fahrantrieb haben eine Wandstärke von 5 mm, weil sie den stärksten Druck aushalten müssen, nämlich 420 Bar. Die Schnittstellen müssen jetzt noch entgratet werden, und zwar außen und innen. Die Rohrenden weitet der Monteur, indem er einen konischen Dichtnippel einpresst. Das Rohr ist jetzt an einem Ende so weit aufgebogen, dass die Dichtungen und Befestigungsmuttern nicht mehr darüber rutschen können. Wenn beide Dichtungen und Muttern eingefädelt sind, biegt der Monteur das andere Rohrende auf.
Zum Schluss kommt noch ein Gleitmittel auf die Dichtungen. Dann kann der Monteur das Hydraulikrohr für den Fahrbetrieb einsetzen. Mit den Muttern zieht er die aufgebogenen Rohrenden mit Innen- und Außendichtungen auf die Gewinde. Die Verbindungen sind nach dem späteren Anziehen auch bei immensem Druck hundertprozentig dicht. Der Rahmen des Powerpacks ist inzwischen fertig lackiert, inklusive der Hydraulik, um sie vor Korrosion zu schützen. Vor dem Einbau des Motors und aller Zusatzkomponenten kommen die Elektriker zum Zug. Sie verlegen eine große Menge Kabel mit einer Gesamtlänge von mehreren hundert Metern, montieren Steuereinheiten und Anschlüsse, unter anderem für die Stromspeisung und elektronische Steuerung von Kraftstoffzufuhr, Abgasreinigung und Kühlung. Die Komplettierung des 530 PS starken Motors für das Powerpack, die Pumpen für den Fahrantrieb und die Arbeitshydraulik sind bereits montiert, ebenso wie drei der gewaltigen Hydraulikschläuche. Sobald die restlichen Schläuche befestigt sind, ist der mittlerweile 1,6 Tonnen schwere Motor fertig zum Einbau. In den lackierten Rahmen des Fahrwerks sind schon die Pneumatik für die Bremsanlage und die Elektrik verbaut. Hier können wir jetzt sehen, dass im ganzen Fahrwerk durchgehend alle elektrischen Leitungen verlegt worden sind. Die elektrischen Leitungen zentralisieren sich in unseren Schaltkästen. Die Schaltkästen sind für die Steuerung der Lenkung zuständig. Über diese drei pneumatischen Kupplungen wird die Druckluft in das Fahrwerk eingeleitet. Diese führen dann in Schläuche, welche in die Ventile führen. Und die Ventile sind für die Einbremsung des Fahrwerks verantwortlich. Für die nächsten Arbeitsschritte beim Fahrwerk muss Schlosser Jürgen Taufratshofer den Rahmen in Rückenlage drehen. Um dabei den Lack zu schonen, befestigt er Distanzbolzen aus Stahl mit einer Gummimatte an das Fahrwerk des Selbstfahrers. Das Drehen des inzwischen 12,4 Tonnen schweren Rahmens erfolgt in drei Etappen. In Schritt 1 werden die Kranhaken mittig eingehängt. Nach dem Anheben werden die Böcke entfernt. Der Rahmen wird mit seiner unempfindlichen Seite auf dem Boden abgesetzt. Für Schritt 2 hängen die Männer die Kranketten an eine Seite des Fahrwerks und befestigen sie mit riesigen Schäkeln. Jetzt kommen die Böcke mit ihren stahlverstärkten Gummiauflagen auf einer Seite unter das Fahrwerk. Das Fahrwerk hängt senkrecht, wird nach hinten gefahren und auf den Distanzbolzen abgesetzt. Schlosser Jürgen Taufratshofer legt stahlverstärkte Gummiunterlagen aus, auf denen er das Fahrwerk zwischenlagert. Für Schritt 3 werden die Kranketten wieder in die Mitte des Fahrwerks gehängt. Letzter Akt des Drehens. Das Fahrwerk wird in Rückenlage wieder auf Böcke abgesetzt. Jetzt kann der Schlosser die nächste Fahrwerkskomponente einbauen. Es ist der Drehkranz für eine der Achsen. Er besteht aus einem Außen- und einem Innenring und einem Schneckengetriebe. Ein zentrales Bauteil der elektronischen Vierweglenkung des Selbstfahrers. Diese ermöglicht einen Lenkeinschlag von 135 Grad in jede Richtung. Das Schneckengetriebe dreht den äußeren Ring des Drehkranzes. Die Achse bewegt sich nach rechts oder links, je nachdem, von welcher der beiden Hydraulikleitungen der Druck kommt. Vor dem Einbau kratzt Schlosser Jürgen Taufratshofer die Unterseite des Drehkranzes sauber, damit sie exakt nach Plan auf dem Fahrwerk aufsitzt. Dann überprüft er die Hydraulikanschlüsse am Antrieb des Schneckengetriebes auf Sauberkeit
Wenn Dreck ins Hydrauliköl gelangt, kann das zu Schäden im gesamten System führen. Den Innenring des Drehkranzes verschraubt der Schlosser jetzt mit dem Fahrwerksrahmen. Der Drehkranz muss bombenfest sitzen. Deshalb werden die 24 Schrauben mit einem Drehmoment von 220 Newtonmetern angezogen. Die Montage der Hydraulikleitungen übernimmt Sven Stoffel. Er schließt immer beide Achsen einer Achslinie gleichzeitig an. Zunächst montiert er die beiden Hydraulikschläuche für die erste Achse am Steuerblock. Dieser hat einen Magnetschalter. Er bestimmt über die Rechts- oder Linksdrehung der Achse, indem er den Öldruck entweder auf die eine oder die andere Leitung gibt. Die anderen Enden der Schläuche verschraubt er an der Hydraulikpumpe, die das Schneckengetriebe antreibt. Jetzt legt Sven Stoffel die Schläuche für die gegenüberliegende Achse. Auch die schließt er am Hydraulikblock an, der beide Achsen steuert. Im Fahrbetrieb drehen sich die gegenüberliegenden Achsen dann entweder in die exakt gleiche oder in die exakt entgegengesetzte Richtung. Die elektronische Vielweglenkung macht die Selbstfahrer extrem wendig. Jede Achslinie lässt sich einzeln ansteuern. Auch enge Kurven sind damit kein Problem. Und zwar egal, wie groß und schwer die Last auch sein mag. Der letzte Arbeitsschritt. Sven Stoffel montiert eine sogenannte Leckölleitung an den Hydraulikmotor. Sie führt überschüssiges Öl in den Tank zurück, damit der Druck im Motor nicht zu groß wird und ihn zerstört. Beim Powerpack steht jetzt der Einbau der Großkomponenten an. Viele kleinere Bauteile haben die Monteure schon installiert. Verbaut haben wir hier Hubzylinder, Verriegelungszylinder zum Anbau ans Fahrwerk. Wenn man weitergeht, haben wir hier unten den Luftkessel für die Pneumatik. Hier haben wir den Schaltschrank bereits verbaut. Wenn man reinschaut, haben wir zwei Batterien, einen Verteilerkasten und hier die pneumatische Bremse. Dann haben wir hier die Abgasstufe Tier 4 Final, wo zweimal nachverbrennt wird. Einmal im Injektor 1. Wenn dann das Abgas nicht stimmt, wird es im Injektor 2 nachverbrannt. Und dann wird es im Ausgang nochmals gemessen. Und wenn es dann das Abgas nicht stimmen sollte, wird die Maschine abschalten. Zwei weitere wichtige Einbauten. Der AdBlue-Tank und die beiden Steuergeräte für den Motor. Eine gewaltige Maschine benötigt auch gewaltige Kühler. Der Selbstfahrer hat gleich zwei davon. Zuerst hebt Mechaniker Hugo Kiechle den Doppelkühler für das Hydrauliköl ein. Er hat einen Durchlauf von 140 Liter pro Minute, 100 Liter für den Fahrantrieb und 40 Liter für die Arbeitshydraulik, also etwa fürs Anheben oder Absenken des Fahrwerks. Während der Mechaniker den Kühler festschraubt, montiert Hydrauliker Max Speer die Anschlüsse. Der untere ist der Ölablauf, der obere der Zulauf. Den Ventilator treibt ein Hydraulikmotor an. Rechts hat er den Druckanschluss, links den Ölrücklauf. Das zweite größere Aggregat ist ein Kombikühler für den Motor und die Ladeluft. Er hat einen Durchfluss von rund 400 Litern Wasser pro Minute. An den Kombikühler montiert Hydrauliker Max Speer jetzt noch die Anschlüsse für den Motor. Das Herzstück des Powerpacks, der 530 PS starke 6-Zylinder-Turbodiesel mit 12 Litern Hubraum.
Um ihn mit dem Kran einzuheben, benötigt Mechaniker Hugo Kiechle zusätzlich eine Traverse, weil er den Motor an drei weit auseinanderliegenden Stellen an den Ketten befestigen muss. Nur so schafft er es, dass der Motor beim Einhub genau waagerecht hängt. Der erste Versuch. Fehlgeschlagen. Der Motor hängt schief. Hugo Kiechle muss nachjustieren und eine der Ketten verkürzen. Der zweite Anlauf geglückt. Doch bevor der Mechaniker den Motor zum Powerpack manövrieren kann, muss er ihn noch vom Montagebock freischrauben. Mit all seinen Anbauteilen wiegt der Motor jetzt 1,6 Tonnen zuzüglich Kranketten und Traverse. Beim Einheben des Motors ins Powerpack ist größte Vorsicht geboten. Eine Beschädigung der Maschine oder anderer Einbauteile wäre nicht nur sehr teuer, sondern würde den eng getakteten Produktionsablauf komplett über den Haufen werfen. Die letzten 1,5 Meter vor dem Aufsetzen. Jetzt heißt es zusätzlich aufpassen, dass die mächtigen Hydraulik- und Kühlwasserschläuche an der richtigen Position sind und keine anderen Teile beschädigen. Die letzten Zentimeter sind Filigranarbeit mit der Kransteuerung. Hugo Kiechle schiebt Motorbefestigungsschrauben ein und drückt den Motor mit Muskelkraft so zurecht, dass sich die Schrauben in die Rahmenbohrungen einfädeln. Der Motor sitzt und der Mechaniker muss jetzt unters Powerpack. Schrauben anziehen in Rückenlage. Vorbereitung des Achseneinbaus beim Fahrwerk. Elektriker Marco Kühnel montiert am Schneckenantrieb des Achsdrehkranzes ein Potentiometer. Das ist ein mechanisch verstellbarer Widerstand. Dreht sich das Schneckengetriebe, ändert sich der Widerstandswert und zeigt damit den Lenkeinschlag der Achse an. Die zweite und vierte Achse an jeder Seite des Moduls werden mit Hydraulikdruck angetrieben und gebremst. Durch Druckumkehr fährt das Modul entweder vorwärts oder rückwärts. Diese Achse ist eine nicht angetriebene. Sie braucht deshalb eine druckluftbetriebene Bremse. Die über 500 Kilo schwere Achse lässt sich mit einem Hydraulikzylinder in der Fahrhöhe verstellen. Jetzt müssen noch die Kabel für die elektronische Steuerung und die Hydraulikschläuche aus dem Weg. Dann kann der Schlosser die Achse auf dem Drehkranz absetzen und exakt ausrichten. Für die Befestigung setzt Jürgen Taufratshofer 30 Schrauben in die Bohrungen ein und zieht sie an. Zuerst mit dem Schlagschrauber, dann mit dem Drehmomentschlüssel. Die Achse muss hundertprozentig festsitzen, weil sie wegen ihrer Multifunktionalität extrem belastet wird. Die Achse hat einen Einschlagwinkel von 270 Grad gesamt, hat einen hydraulischen Ausgleich um 30 cm nach oben und nach unten, hat einen Achsausgleich bei Überfahren eines Hindernisses. Muss man so verstehen, die Achse fährt aufs Hindernis auf, die Achse fährt ein. Und nach Überfahren des Hindernisses fährt sie wieder aus, liegt wieder auf der Straße auf. Somit bleibt die Ladefläche in der Ebene. Eine weitere Funktion der Achse, sie kann pendeln. Das heißt, sie gleicht Querunebenheiten des Fahruntergrunds aus. Beim Einsatz in schwierigem Gelände ist die Kombination aus Niveauregulierung, Achsausgleich, Lenkeinschlag und Pendeln besonders wichtig, wie hier beim Transport einer Förderbandantriebsstation für den Tagebau.
Unter diesem Förderband mit der Last durchzufahren, ist Millimeterarbeit. Es gelingt nur dadurch, dass der Lenker der beiden Selbstfahrer das Fahrwerk ganz nach unten abgelassen hat, also um 30 cm. Ansonsten hätte der Schwertransport das Förderband touchiert und möglicherweise zerstört. Weitere Herausforderungen bei diesem Transport sind Kurven mit so engem Radius, dass die Selbstfahrer mit der 50 Meter langen Last auf der Kurveninnenseite durchs unbefestigte Bankett müssen. Bei den Selbstfahrern behält jede Achse durch den hydraulischen Achsausgleich Kontakt zum Boden, während die Transportfläche selbst in der Waagerechten bleibt. Die nächste Kurve hat dazu noch ein Gefälle und eine Seitenneigung. Weniger geländegängige Transportfahrzeuge würden hier umkippen. Bei den Selbstfahrern heben die Achsen auf der Kurveninnenseite die Transportfläche an und auf der Kurvenaußenseite pendeln die Achsen die Unebenheiten aus. Dieses Wendemanöver gelingt auf dem beengten Platz ohne Rangieren, nur aufgrund des enormen individuellen Lenkeinschlags der Achsen. Bevor die Räder an die Achsen des Fahrwerks kommen, muss Sven Stoffel die Hydraulik testen. Dazu schließt er zuerst den Leckölschlauch an, der überschüssiges Öl aus den Hydraulikmotoren ableitet. Danach die Pumpenleitung, also den Ölzulauf und zum Schluss den Rücklaufschlauch zum Hydrauliktank. Alle Schläuche führen bei diesem Test zu einem Hydraulikaggregat. Es ist voreingestellt auf einen Druck von 100 Bar. Also ich schalte alle Achsen zu, überprüfe die Drehrichtung und die Dichtigkeit der Verschlauchung. Sven Stoffel testet jetzt vier Achsen gleichzeitig auf exaktes und synchrones Drehen. Perfekt. Alle Achsen lenken in die gleiche Richtung. Das passt. Der Block ist dicht. Und jetzt fahren wir mit einer Achse bis zum Endanschlag. Der Endanschlag ist eine reine Sicherheitsvorrichtung. Denn normalerweise misst ein Potentiometer den Achseinschlag und begrenzt ihn bei 135 Grad links oder rechts. Sven Stoffel prüft, ob kein Schlauch eingeklemmt wurde. Dann kontrolliert er mit einem Spiegel, ob der Endanschlag auf der rechten Seite gehalten hat. Alles okay. Danach dreht er die Achse in die andere Richtung. Super. Falls der Endanschlag nicht halten sollte, würde sich die Achse, falls der Potentiometer ausfällt, dauerhaft im Kreis drehen und die ganzen Schläuche würden abreißen. Jetzt testet Pneumatiker Markus Treffler die luftdruckbetriebenen Bremsen an den nicht angetriebenen Achsen. Das sind die drei Pneumatik-Druckluftanschlüsse. Das ist der Vorrat. Da wurden die Druckluftkessel befüllt. Das ist die Kupplung für die Betriebsbremse und das ist eine Durchgangsleitung. Die wird benötigt, wenn wir mehrere Fahrwerke hintereinander haben. Da wird von der Mitte aus gebremst. Markus Treffler setzt das Pneumatiksystem unter Druck. Mit 8 Bar. Zur Kontrolle schließt er an den im Rahmen verbauten Vorratstank ein Manometer an. Als erstes testet er die Feststellbremse, vergleichbar mit der Handbremse beim Auto. Durch Betätigen des Bremsenlöseknopfs kommt Druck auf den Federspeicher der Feststellbremse. Die Feder zieht sich zusammen. Die Feststellbremsen müssten jetzt gelöst sein. Der Pneumatiker muss das bei jeder der 8 Achsen einzeln prüfen. Gut, sind alle frei. Jetzt ziehe ich am Löseknopf, dann soll die Feststellbremse alle geschlossen sein. Musik
Auch hier wieder die Einzelprüfung an jeder der pneumatisch gebremsten Achsen. So, jetzt weiß ich, dass die Feststellbremse funktioniert. Und jetzt teste ich die Betriebsbremse. Also drücke ich den Knopf rein, dass die Feststellbremse auf ist. Dazu benutze ich ein neues Anschlussstück auf Blau für die Betriebsbremse. Und bremse jetzt mit 6 Bar Bremse hier ein. So, und jetzt sollten wieder alle gebremsten Achsen sollten fest sein. Das kontrolliere ich jetzt auch wieder. Fest. Gut. Jetzt tue ich den Druckluftschlauch wieder weg und dann müssten alle gebremsten Achsen wieder aufgehen. Es funktionieren also beide, Feststellbremse und Betriebsbremse. Markus Träfler gibt jetzt noch einmal Druck auf die Betriebsbremse, damit diese schließt. Dann zieht er die Druckschläuche ab und testet, ob das System insgesamt dicht ist. Dann lassen wir das 10 Minuten ruhen und schauen, dass wir keinen Druck verlieren. Ergebnis: Das pneumatische Bremssystem ist absolut dicht. Bei manchen Transporten müssen die Selbstfahrer auch extremes Gefälle meistern. Da gibt das doppelte Bremssystem zusätzliche Sicherheit. Die nicht angetriebenen Achsen bremsen pneumatisch, also mit Luftdruck. Die angetriebenen hydraulisch, also durch Drosseln des Öldrucks. Haben die angetriebenen Achsen nicht genügend Grip, drehen sie manchmal sogar rückwärts. In der Powerpack-Montage steht der Einbau der Tanks an. Sie bestehen aus Aluminium, um Gewicht einzusparen. Der größte Tank ist fürs Hydrauliköl. Er fasst 1130 Liter. Oben hat er Filter für das Öl des Fahrantriebs und das der Arbeitshydraulik. Mechaniker Hugo Kiechle steckt die Füllstandsanzeigen ein, die die Elektriker später noch einstellen müssen. Auf jedes der beiden Tankteile kommen Überdruckventile, ähnlich wie beim Kühler eines Autos. Diese öffnen sich bei 1,5 Bar und lassen Luft ab, wenn sich das Hydrauliköl durch Erwärmung ausdehnt. Wie warm das Öl ist, messen die Temperaturfühler, die der Mechaniker an den Filtern anbringt. Das Einheben des sperrigen Hydrauliköltanks ist eine knifflige Angelegenheit, denn im Rahmen des Powerpacks geht es inzwischen schon sehr eng zu. Kollisionen mit anderen Einbauteilen könnten zu einer Beschädigung führen. Das wiederum könnte bedeuten, dass die Mechaniker das Powerpack noch einmal auseinandernehmen müssen. Geschafft. Hydrauliker Max Beer bringt die Leitungen an und Mechaniker Hugo Kiechle schraubt den Hydrauliköltank von unten fest. Dann befestigt er an der Seite noch die Schaugläser, die optischen Füllstandsanzeigen, für den Fall, dass die elektronischen ausfallen. Nächstes Einbauteil. Die Luftansauganlage inklusive Luftfilter für den gewaltigen 6-Zylinder-Diesel mit 12 Litern Hubraum und einem Drehmoment von 2130 Newtonmetern. So ein gigantischer Motor braucht auch eine entsprechende Menge Motoröl. 60 Liter fasst der Tank dafür. Er hat blaue Anschlussschläuche, damit es auch ganz sicher keine Verwechslungen mit den Hydrauliköl-Leitungen gibt. Es folgt das letzte große Einbauteil des Powerpacks. Hier haben wir den Dieseltank mit 450 Liter Fassungsvermögen. Der Deutz-Motor mit 530 PS ist der Verbrauch relativ hoch, von 10 bis 70 Liter, obwohl nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Je nachdem, was beladen worden ist, ist der Verbrauch dementsprechend hoch. 10 bis 70 Liter pro Betriebsstunde natürlich.
Vor allem bei langen Bergauffahrten mit vielen Kurven schießt der Verbrauch ordentlich nach oben. Wie bei diesem Transport eines 50 Meter langen Windanlagenrotorblatts im Schwarzwald. Hier muss der Selbstfahrer 400 Höhenmeter bewältigen, mit Steigungen von bis zu 20%. Der insgesamt 85 Tonnen schwere Transport schluckt für die 7 Kilometer inklusive zahlreicher Rangiermanöver 280 Liter Diesel. Auf 100 Kilometer wären das 4000 Liter. Das Sechsachs-Modul des Selbstfahrers hat genau gesagt Sechsachs-Linien. Jede dieser Linien besteht aus zwei drehbaren, also lenkbaren Achsen. An jeder dieser 12 Einzelachsen sind 4 Räder montiert. Dieses Fahrwerk hat dementsprechend 48 Reifen. Jeder Reifen wiegt etwas über 50 Kilogramm. Und auf jeden dieser Reifen kommt bei Volllast ein Gewicht von 5,6 Tonnen. Dementsprechend hoch muss der Druck auf den Reifen sein, damit sie bei Belastung nicht zu stark walten. Die Befüllung mit 12,6 Bar erfolgt aus Sicherheitsgründen in einem Stahlkäfig. Denn sollte einer der Reifen aufgrund eines Defekts platzen, könnten umstehende Personen verletzt oder gar getötet werden. Vier Räder kommen auf jede Achse. Am Innenrad montiert Schlosser Jürgen Taufratshofer eine Ventilverlängerung. Dann hebt er es per Kran auf die Achse und fädelt die Bohrungen in die Schraubbolzen. Das Innenrad wird zusammen mit dem Außenrad festgeschraubt. Die 10 Radmuttern muss der Schlosser mit einem Drehmoment von 650 Newtonmetern anziehen. Dafür hat er einen speziellen Hochmomentschrauber mit einem Gegenhalter. Nachdem an jeder Achse 2 Räder montiert sind, dreht sein Kollege die Achsen, um die anderen 12 Räderpaare zu montieren. Schlosser Jürgen Taufratshofer schraubt in der Zwischenzeit 2 Konsolen an die Seiten des Fahrwerks, die er gleich zum Drehen desselben braucht. Nachdem alle Räder montiert sind, muss das Fahrwerk von der Rückenlage wieder in die Normallage gebracht werden. Dafür entfernt der Schlosser die Sicherungsbolzen an den Achsen und senkt diese hydraulisch ab. Das Drehen des Fahrwerks erfolgt etappenweise. An einer Seite montiert der Schlosser die Kranketten mit Schraubschäkeln. Dann legt er vor die gerade montierten Stahlkonsolen Abstützblöcke mit stahlverstärkten Gummimatten. Mit dem Kran kippt der Schlosser das Fahrwerk über die Konsolen und die Abstützblöcke, bis es senkrecht steht. Dann hebt er es an und fährt es an den Rand der Halle. Jetzt kippt er das Fahrwerk erneut, und zwar auf Böcke am vorderen und hinteren Ende. Nächster Schritt: das Ummontieren der Kranketten von der Seite in die Mitte des Fahrwerks. Dann heißt es noch einmal anheben, die Böcke entfernen und das Fahrwerk auf den Boden ablassen. Das sechsachsige Modul ist jetzt fertig. Bei 26 Tonnen Eigengewicht kann es bis zu 235 Tonnen tragen. Mehrere Module aneinander gekoppelt stemmen weit größere Lasten. Wie hier im Hafen von Altinova, 50 Kilometer südöstlich von Istanbul.
Jeweils stolze 6200 Tonnen wiegen die beiden neu gebauten norwegischen Passagierschiffe, die die Schwerlastfirma Hareke nacheinander hier vom Trockendock ins Schwimmdock bringen muss. Diese Stahlmonster sind 124 Meter lang, 22 Meter breit und 35 Meter hoch. Um sie zu transportieren, werden 200 Schwerlast-Achslinien mit 1600 Rädern benötigt. Schnelle Fahrten sind dabei nicht möglich. Mit mehrmaligem Rangieren benötigt der Transport für die nur 250 Meter weite Wegstrecke 4 volle Tage. Dann stehen die beiden Kolosse nur 1,5 Meter voneinander entfernt im Schwimmdock. Beide Komponenten des Selbstfahrers sind jetzt fertiggestellt. Jetzt muss Sven Stoffel testen, ob beide auch zu 100% funktionieren. Getankt ist das Fahrzeug schon mit Diesel und AdBlue. Zur Endinbetriebnahme werde ich jetzt noch Hydrauliköl nachfüllen. 1130 Liter passen in den Tank. Die Befüllung der Powerpacks läuft grundsätzlich über einen Filter, damit wir jegliche Partikel oder irgendwelche Rückstände aus dem Öl rausfiltern können. Weil die Pumpen sind sehr sensibel auf Verdreckung. 40 Liter laufen jetzt pro Minute in den Hydrauliköltank des Powerpacks. Die Befüllung dauert circa eine halbe Stunde. Sven Stoffel startet den 530 PS starken Sechszylinder-Diesel. Er prüft, ob die Drehzahl richtig eingestellt und ob genügend Öldruck in den einzelnen Systemen ist. Mit dem Speisedruck werden die Hydraulikpumpen des Motors selbst unter Druck gesetzt. Er muss zwischen 28 und 38 Bar liegen. Dieser Wert passt schon mal. Nächster Check, der Spülöldruck. Er dient der Kühlung der Radmotoren, die die Achsen antreiben. Knapp 25 Bar, auch okay. Ich stelle jetzt den Pumpendruck ein auf 50 Bar, danach den Bremsdruck. Für die neuen Fahrwerke ist der Bremsdruck eigentlich nicht mehr notwendig. Aber wenn der Kunde ein altes Fahrwerk hat, was in Kombination oder auch alleine fahren soll, braucht er wieder diesen Bremsdruck, um die hydraulische Bremse zu betätigen. Auch der Pumpendruck für den Antrieb der Achsen stimmt. Ebenso wie der Arbeitsdruck. Er dient der Lenkung sowie dem Heben und Senken des Fahrwerks. Außerdem treibt die Arbeitshydraulik Zusatzausrüstungen an, wie etwa eine Flügeltransportvorrichtung für Rotorblätter. Dieses Rotorblatt für eine Windkraftanlage im Schwarzwald ist 46 Meter lang und wiegt rund 15 Tonnen. Der Kranfahrer muss die 72 Schraubbolzen am Rotorblatt in die Bohrungen der Flügeldreheinrichtung einfädeln. Hundertprozentig exakt klappt das aber selten. Deshalb wendet Transportleiter Randolf Peters einen Trick an. Das Rütteln von dem Adapter ist dazu da, dass die Gewindestangen vom Rotorblatt einfacher eingeführt werden können in den Adapter. Passt. Jetzt verschrauben die Monteure mit 72 Muttern das Rotorblatt mit der Flügeltransporteinrichtung. Die Fahrt beginnt. Mit einer Fernbedienung kann Randolf Peters nicht nur lenken und Gas geben, sondern auch das Rotorblatt um die eigene Achse drehen und um 60 Grad nach oben anheben. Nur so kann er die engen Kurven auf den Berg mit seinem Transport bewältigen, ohne dass das Rotorblatt irgendwo aneckt. Auch extreme Engstellen, wie in dieser Häusergruppe, lassen sich mit dem Selbstfahrer bewältigen. Randolf Peters richtet das Rotorblatt mittels Arbeitshydraulik auf. Dann dreht er es, hebt den Selbstfahrer auf einer Seite an und kommt so durch dieses Nadelöhr. Zurück im Goldhofer Werk in Memmingen. Der nächste Arbeitsschritt bei der Inbetriebnahme des Selbstfahrers, der Test der Kühler.
Durch Kurzschließen eines elektronischen Sensors simuliert Sven Stoffel eine Kühlwasserüberhitzung. Dabei muss der Kühlerventilator anspringen und auf mindestens 3100 Umdrehungen pro Minute kommen. Auf einem der Lüfterflügel sitzt ein Reflektor. Mit einem Scanner misst Sven Stoffel die Umdrehungszahl des Lüfters. Ergebnis: Der Kühler funktioniert. Jetzt kann Sven Stoffel das 8,6 Tonnen schwere Powerpack ans Fahrwerk montieren. Die sogenannte Hochzeit. Mit seinem Mitarbeiter schiebt er die Hydraulikschläuche durch die Öffnungen des Fahrwerks, damit sie nicht eingeklemmt werden. Dann Feinjustierung, bis die Kupplungsösen exakt ausgerichtet sind und der Verriegelungsbolzen durchpasst. Jetzt sind die Hydraulikzylinder des Powerpacks an der Reihe. Wir bauen jetzt die Hubzylinder an, damit das Powerpack sich schräg stellen kann, damit es bei Steigungen nicht aufliegt. Okay? Bereit? Jawohl. Und drück. Perfekt. Okay. Sven Stoffel verschraubt nun die Hydraulikzylinder am Fahrwerk. Mit dem Befestigen der Druckschläuche ist die Hochzeit vollzogen und die Tests der Arbeitshydraulik können beginnen. Zuerst testet Sven Stoffel, ob sich das Powerpack vorne anheben und absenken lässt. Dann checkt er das Fahrwerk. Er hebt und senkt es in alle Richtungen. Alles funktioniert perfekt. Notwendig ist diese Arbeitshydraulik vor allem beim Einsatz in unebenem Gelände, wie hier im Schwarzwald. Beim Zurücksetzen muss dieser Selbstfahrer mit seiner Last durch eine Senke. Die Hydraulik sorgt dafür, dass die Transportfläche in der Waagerechten bleibt. Im Goldhofer Werk hat Sven Stoffel zwischenzeitlich einen Fahrersitz aufs Fahrwerk montiert. Den braucht er bei der ersten Testfahrt für seine Messinstrumente. Die zeigen an, ob der Selbstfahrer bei einem bestimmten Druck der Antriebshydraulik die dafür definierte Geschwindigkeit fährt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man mehrere Module aneinander koppelt oder wenn mehrere Selbstfahrer zusammen eine große Last transportieren. So, rückwärts, zweite Gang, bei voller Drehzahl. Vorwärts, erster Gang, volle Drehzahl. Bar bei 4,0 und rückwärts. 4,0 bei 67 Bar, einwandfrei. So, nach der Probefahrt ist erstmal alles bestens. Die Geschwindigkeiten passen, die Drücke passen. Ich habe keine Leckagen. Das Fahrzeug ist von der Geschwindigkeit her völlig in Ordnung. Jetzt kommt noch ein Notaustest, ein Bremstest. Ja, und dann ist das Fahrzeug von der Inbetriebnahme eigentlich fertig. Den Notaustest führt Sven Stoffel mit der Funkfernbedienung durch. Er nimmt mit dem Selbstfahrer Anlauf und drückt dann bei voller Fahrt den Notausknopf. Das heißt Vollbremsung. Funktioniert einwandfrei. Vor den letzten Tests muss der Selbstfahrer noch in die sogenannte Komplettierung. Hier werden Stellen nachlackiert, wo vorher Stützräder montiert waren oder wo bei der Montage Lackschäden entstanden sind. An die Seiten kommen Zurösen, in die zum Beispiel Spannketten für die Ladungssicherung eingehängt werden können.
Die Abdeckbleche fürs Powerpack sind rutschfeste Riffelbleche aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zwei Mitarbeiter der Abteilung Komplettierung montieren die Stoßstange mit integrierten Scheinwerfern und Blinkern und schließen diese dann an die Stromversorgung an. Um Verwechslungen auszuschließen, kommen an die zahlreichen Anschlüsse für Hydraulik, Pneumatik und Elektrik noch Aufkleber. Der Selbstfahrer ist jetzt fertig. Letzter Test für Motor und Fahrwerk unter Teillast. 30 Tonnen Beton hat Techniker Daniel Bayer aufladen lassen. Maximal kann der Sechsachser 235 Tonnen transportieren. Daniel Bayer testet zuerst die Lenkung und fährt dafür die voreingestellten Programme durch. Zuerst die Kreisfahrt. Die ist möglich durch Gegenlenkung. Die drei vorderen Achsen lenken in die umgekehrte Richtung wie die hinteren drei. Dann schaltet der Techniker um auf 90 Grad Fahrt, auch Hundegang genannt. Bei der Kreisfahrt dreht der Selbstfahrer auf der Stelle. Dieses Drehen nennt sich Karussellfahrt. Im nächsten Lenkprogramm steht die vorderste Achse auf 90 Grad. Nach hinten wird der Einschlagwinkel immer geringer und die hinterste Achse steht starr. Die sogenannte Scheibenwischerfahrt. Nachdem die Lenkprogramme funktioniert haben, bringt ein Staplerfahrer noch ein Hindernis für den Test des hydraulischen Achsausgleichs. Die einzelnen Achsen heben sich beim Auffahren an und senken sich beim Runterfahren wieder ab. Zum Schluss noch der Check, ob die Achsen korrekt pendeln. Dazu lenkt Daniel Bayer den Selbstfahrer nur mit zwei Rädern der Achsen über das Hindernis. Die Pendelachsen gleichen die Unebenheit wie vorgesehen aus. Alles funktioniert. Der Selbstfahrer kann jetzt an den Kunden gehen. Der Preis für das 6-Achs-Modul inklusive Powerpack ist abhängig von der jeweiligen Konfiguration und liegt in einem hohen sechsstelligen Euro-Bereich.